Oh, schön. Leute, was liegt hier so faul rum? Hier wird gearbeitet. Was? Uah. So, ich würde sagen, hiermit haben wir ganz gekonnt geklärt hier. Aber keine Pillen, ey. Verdammt. Kann nicht wahr sein, dass hier keine Pillen rumliegen? Das hat Igel-Munition, das ist schon mal nicht schlecht. Nur noch 25 für die AK hier. Shit. Pillen? Pillen! Ja überhaupt keine. Munition runter. Hallo? Speichern mal vorher. Es stimmt, du bist verrückt. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde nicht fragen, wenn. Hör zur Hölle, Max. Bastard. Pillen? Was? Was? Hä? What? Wo denn? Mona, ich weiß. Ist das Soll ich das überspringen? Ja. Okay, jetzt sollten wir erstmal sicher sein. Gut, speichern. Meinst du? Finde nicht. Meinst du? Jetzt mal ein paar Pillen hier. Wie wahr sein? Da nicht mehr lange und dieser Entzug. Max würde schon schwitzend in der Ecke sitzen, solange er keine Pillen gekriegt hätte. Unglaublich sowas. Max, was ist los? Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los. Max? Was denn? Was soll das jetzt werden hier? Ist er nicht vorhin irgendwo? Achso. Startnummer? Nee. Also sie macht definitiv kein Geräusch, wenn sie Pillen in der Tasche hat. Huch, naja, vielleicht das. So. Sitzt ja zumindest schon wenig. Oh, krass. Ups. Ein wenig besser aus. Ein wenig zumindest. Ein paar Pillen mehr könnten nicht schaden, aber wir wollen ja nicht klagen. Wo denn? Was? Warum? Habe ich gar nicht getan, also nicht, dass ich wüsste. Oh na.
Ja, so geht es natürlich auch, ne? So, Munition. Wie viel haben wir denn jetzt für die AK? Ah, nicht genug. Scheiße. Mach schon. Hier oben müsste ja ein bisschen was rumliegen eigentlich. Und ein paar Pilchen. Sehr schön, sehr schön. Ja, wo kommen die Geräusche her? Max? Max? Was geht da vor? Also, wir müssen Max helfen. Fuck. Max! Hallo! Ah, fuck! Wirf die Regeln über Bord und du gehst mit ihnen unter. Max? Max! Das war nicht mein erster Sturz in dieser Nacht. Ein Vorgeschmack auf das Finale. Immer noch weit vom Boden entfernt. Da! Los jetzt! Scheiße! Gesellschaft! Mona, du musst sie erledigen. Verschaff mir Zeit. Ich konnte nicht ohne sie leben. Was? Also wir brauchen... Du Drecksack! Und zack! Max, lauf! Kaste. Was geht da gleich durch? Die Tür ist versperrt. Meine Güte. Ich muss über den Hof zur nächsten Tür kommen. Du musst mir Deckung geben. Ja, ich versuch's, aber... Ich muss mich durch das Gebäude zurückziehen, um besser sehen zu können. Ist nicht so, als hätte ich's eilig. Sollen wir weiter Witze reißen? Oder soll ich losgehen? Na also. Ja, scheiße, wo muss ich denn jetzt lang? Ich hatte Probleme. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Hä? Scheiße? Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang müssen. Auf der anderen Seite hier vielleicht einfach? Die Tür war doch vor uns, glaube ich, zu, oder? Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Plötzlich, zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, merkte ich, dass ich nicht sterben wollte. Ich suche ein Fenster mit Aussicht. Max, der Weg ist frei. Ich gehe. Gib mir Deckung. Schweine! Das klingt jetzt vielleicht nach Wiederholung, aber die haben mich im Visier. Ich bin dran. Ich bin unterwegs. Gerüst auf die andere Seite des Hofs.
Ach, komm schon. Max, Sekunde, ja? Mir lief die Zeit davon. Ich richtete meine Augen auf das Gerüst und hoffte, Mona dort zu sehen. Hä? Feigling, ich geb dir gleich Feigling. Was? Du stirbst doch jetzt! Scheiße. Lernen die sich denn so, ey? Es geht nicht um mich, aber die Typen werden ungeduldig. Können's nicht erwarten, dich zu sehen. Ich bin das Warten wert. Ich bin in einer Sekunde auf dem Gerüst. Und gerade eben war das Gerüst noch frei. Max, ich bin hier. Wo sind die denn? Mona, ich kann ein Tor zu einem anderen Hof sehen. Ich werde versuchen, an dem letzten Scharfschützen vorbeizukommen. Kein Glück bei der Tür. Hier ist ein Durchgang, der auf einen anderen Hof führt. Ich schau mal nach. Ich arbeite mich durch das Gebäude. Wir treffen uns dort. Hä? Wir haben da gar keinen erschossen. Na gut, dann halt nicht, oder? Mona, ich habe was gefunden, das mich auf den Beinen hält. Na ja, was für ein paar Pillen reingezogen, Drecksack. Man teilt mit einer Lady. Max, habe einen Weg gefunden. Ich komme. Hier dann. Mona muss die Sirenen auch gehört haben. Sie war anscheinend nicht allzu glücklich darüber. Verdammt, Max, ich habe dir gesagt, keine Cops. Mona, ich will ja jetzt nicht klugscheißen oder so, aber hier wird seit gefühlten 5 Stunden rumgeballert, da explodiert ein Haus. Ich glaube, die sind davon alleine drauf gekommen. Wo denn? Hä, hey, wo? Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch. Die Söldner sind froh, mich zu sehen. Das ist Max. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. Ja, versuch's. Alles sauber, Max. Verschlossen. Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Okay, jetzt sind wir wieder durchs Haus. Mal schauen, wo es überhaupt lang geht jetzt. Ich hätte eine Idee. Da, wo die lustigen Kollegen herkommen. Hallo. Hast du schon? Nichts.
100% nochmal Besuch irgendwo. Nein. Okay, Action. Auf die Plätze, fertig, los. Und los geht's. Die Menge tobt. Alles in Ordnung, Max? Zu. Unter dir führt noch ein Tor aus dem Hof hinaus. Eine letzte Chance. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hör zu, Mona. Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Ja. Und? Und was, Max? Wiederhole. Es gibt Probleme. Verdammt! Noch mehr Söhne! Ja. Max? Scheiße. Melde dich. Kannst du mich hören? Bastard. Was? Hey, blöde Kuh. Ja, habe ich gemacht. Danke für den Hinweis. So, wie kommen wir jetzt zu Max? Da steckt schon wieder eine Klemme, ey. Oh, jedes Mal musst du dem Kerl helfen hier. Oh, Mann. Was ist davon? Ich wollte mich eigentlich nur umgucken. Ein paar Pillen. Wird es keine mehr geben? Was? Ne. Schade. Was war denn das jetzt so bitte? So, ach ja. Tudim. Die Sirenen waren verklumpt. Mona musste erleichtert sein. Scheiße. Nein, was war denn das? Welche. Ach, hätte man vielleicht mal eher speichern sollen. Viel eher, um genau zu sein. Egal. Fertig, los. Und los geht's. Die Menge tobt. Nö, eigentlich nicht wirklich, aber. Jupp. Max, kannst. Weg ist frei. Huch, falsch hast du. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal speichern. Nicht normal machen. Zu. Unter dir führt noch ein Tor aus dem Hof hinaus. Was? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hör zu, Mona. Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Ja. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. So, mal schauen. Wiederhole. Es gibt Probleme. Verdammt. Noch mehr Söhne. Mona, kannst du? Max? Hui. Guck mal, Mona kann Rat schlagen. Jupp. Jupp. Wo wusste ich gar nicht, mir da gar nicht aufgefallen. Nach vorne? Ah, cool. Haha, sehr cool. Wupp, wupp. Huch. Da spinnst du. Weil der hat sich ja mal selber getötet, oder was ist hier los? Hat's bestimmt erschlagen oder so. Ne, seine Waffe liegt hier oben. Er ist irgendwo hier oben gestorben. Okay, cool. Nochmal speichern. Pillen. Waren da irgendwo welche?
Ach, jetzt weiß ich, was er vorhin gemacht hat. Er ist hochgeklettert. Ja, tschüssi. Speichern. Huch. Nochmal laden. Nochmal speichern. Da müssen wir mal gucken. Die Sirenen waren verklungen. Mona musste erleichtert sein. Irgendein Notfall an irgendeinem Ort. Was trifft denn uns dort? Die Sirenen waren verklungen. Mona musste erleichtert sein. Irgendein Notfall. Hä? Die Sirenen waren verklungen. Mona musste erleichtert sein. Irgendein Notfall an irgendeinem anderen Ort. Hey, von wo waren wir denn beschossen? Wo lebst du noch? Was? Gut. Speichern. War das echt der? Da hat er uns so getroffen. Was? Boah. Was machst du? Oh, was macht die denn? Nehmen wir genug Munition drin. Können wir mal Painkiller nehmen? Hallo? So. Speichern. Oh, eine Menge Schmerzmittel. Sehr schön. Jupp. Ich muss mal umgucken hier. Hä? Hier oben gibt's was. Schade, schade, schade. Wollen wir die Idioten hier erwischen? Coole Musik übrigens. Ganzes Stück bis runter. Ja. Können wir voll sein? Uiuiui. Mal so geht das. Lupp. Vielen. Jetzt wird sie bald wieder gute Max. So. Speichern. Alles sauber. Und Ecke noch einer? Nein. Ich habe noch Munition, deswegen habe ich so einen Schaden gemacht.
Bin klar, dass ich dich sehen kann, oder? Ich wollte gerade speichern hier. Hallo? Alter, muss doch spinnen. Wo denn? Ich bin am Rand dieser Grube. Ich sehe einen Weg hier raus. Ja, schön. Ich bin am Boden der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay, die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihnen reden. Ja, mach das mal, Max. Ja, da müsst ihr zwei ja mal was klären, aber ganz dringend, du. Kann nicht so weitergehen. Jedes Mal, wenn ihr euch seht, gibt es ja einen Berg von Leichen. Nee. Da müsst ihr auf jeden Fall was ändern. Ja, wo geht's jetzt? Ist das gar nicht der Weg hoch? Hätte ich gedacht. Jetzt können wir mal hier reingucken. Gibt da bestimmt was. Hat sie mit seinen übermenschlichen Überredungskünsten hat er sie nur ein klein wenig eingeschüchtert, würde ich sagen. Das sind nicht die Baukontainer noch von vorhin, schade. Ich dachte, wir können hier rein. Mal speichern. So. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Das Abfeuern einer Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Stopp! Warten Sie! Was macht die denn hier? Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig. Zurück, Payne. Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente, weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Schlüssel! Hier lang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben! Halt! Ah! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick. Wie bei einer Sucht. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß. Er steht unter Schock, zwei große Zugänge intravenös. Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Okay, jetzt haben wir einen Albtraum im Krankenhaus. Oh, je.